Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja. Wir haben Quests. Ja, da muss ich mal die Beine schütteln. Ich möchte gern schlafen gehen, aber irgendwie nicht wirklich möglich, das sein tut scheinbar. Wir sind immer noch leicht angeschlagen und ja, ich glaube, ich muss mit dir quatschen. Ich will zu Die Fuego. Ich wollte mich hier nur mal umschauen. Ich wollte gerade wieder gehen. Nein, Die Fuego. Ich will zu Die Fuego. Zieh dir gefälligst was Ordentliches an, wenn du mit dem Gouverneur sprechen willst. Ach, hat er was gegen meine schöne Männerbrust? Also wirklich, Rassist. So, stimmt. Wir dürfen noch nicht rein. Wir müssen uns ein Hemd besorgen. Der eine Kerl, der Petro, ne? Der hat ja gemeint, da oben ist ein Dürmchen. Ich nehme an, das wird das hier sein. Und bei dem Dürmchen da oben ist ein Männchen. Und dieses Männchen könnte uns ein Hemdchen geben. Ja, wahrscheinlich gegen Bares, wie immer. Ich nehme das mal mit, diese schöne Blume. Da hinten ist, glaube ich, auch noch was. Ein Bullfermon. Da hinten vielleicht auch noch. Nö. Die Patty folgt uns natürlich auf Schritt und Tritt. Eine Kiste. Ich werde mal speichern. Ein neuer Spielstand, bitte. Der vierte. Ja, sehr gern. So, ich mache das jetzt einfach mal auf. Tada. Grog und Proviant. Nehmen wir alles gerne mit. Einmal Käse. Ja, der Kater hier, ne? Hätte vielleicht was für uns. Das Lago. Schwein hat mir meine Sachen weggenommen. Mein schönes rotes Kopftuch hat er schon verkauft. Meine Stiefel stehen jetzt vor irgendeinem Bett in der Baracke. Und meine schwarze Perle hat er sich selber in sein dreckiges Ohr gefriemelt. Aber dir scheint es ja auch nicht viel besser ergangen zu sein. Haben deine Freunde von der Inquisition dich rausgeworfen? Ich hoffe, die Sache mit dem Lagerhaus ist nicht schiefgelaufen. Na, das nicht. Die Inquisition kann mich mal. Offiziell gehöre ich nicht mehr zur Inquisition. Kein Kommentar. Die Idioten können mich mal. Die Inquisition kann mich mal. Besser spät als nie, sage ich immer. Und was machst du jetzt? Ich gehe zu den Piraten. Ich bin auf der Suche nach einer magischen Waffe. Meine Sache. Nö, ich will zu den Piraten. Ich gehe zu den Piraten. Du willst zu den Piraten? Mhm. Hör mal, ich verrate dir was. Bei den Piraten gibt es jemanden, der dir einen Dietrich besorgen kann. Wenn du damit zu mir kommst, zeige ich dir, wie man mit dem Ding umgeht. Ah, jo, gern. Abgemacht. Im Piratennest gibt es einen Schmied namens Stone. Der Kerl schuldet mir noch Geld. Er wird dir den Dietrich umsonst geben, wenn er glaubt, dass ich dich geschickt habe. Also sag ich ihm, was? Ganz so einfach ist das leider nicht. Du brauchst entweder mein Kopftuch oder meine schwarze Perle als Beweis dafür, dass du auch wirklich von mir kommst. Toll. Wie komme ich an das Kopftuch? Wie komme ich an das Kopftuch? Carter hat es dem Aufseher Riley verkauft. Der rennt jetzt damit rum. Du wirst ihn schon umhauen müssen, um daran zu kommen. Wenn du es schaffst, ihn zu einem Duell herauszufordern, mischt sich auch keiner von den anderen Wachen ein. Wie komme ich an die Perle? Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja. Nö. Kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Wie komm... deine Stiefel stehen in der Baracke? Deine Stiefel stehen in der Baracke? Ja. Und die Baracke wird bewacht. Aber ich wette, nachts schlafen die Bastarde. Du brauchst also nur lautlos da rein und kannst dich ein bisschen bedienen. Wie das geht, weißt du ja schon. Da drin gibt's bestimmt noch mehr zu holen. Wahrscheinlich. Mach mich zu einem guten Dieb. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Wie immer. Ich will ein guter Taschendieb werden. Bring mir bei, wie man Schlösser knackt. Gerissenheit 4 brauchen wir da schon. Hast du einen Tipp für Anfänger? Ich will ein besserer Dieb werden. Gerissenheit 5, Diebeskunst. Toll. Haben wir das überhaupt? So gut bin ich auch nicht. Dann zuerst das, ne? Gerissenheit 2 wahrscheinlich. Dafür bin ich nicht gut genug. Dann ruf doch in Gatsch.
Später. Dafür bin ich nicht gut genug, okay? Ich muss los. Warte! Sie geben mir nichts zu trinken. Die Schweine wollen mich zum Arbeiten zwingen, verstehst du? Du hast nicht zufällig einen Schluck Grog dabei? Freilich. Bitteschön. Hier, hast du was? Hehehe, sieht so aus, als ob die Inquisition noch eine Weile auf meine Mitarbeit verzichten muss. Ja, ja. Wir sind allesamt Gauner. So. Puh, das ist ja etwas für uns so, ne? Tututututar. Bist du hier, um mit dem Gefangenen zu reden? Hab ich schon. Warum ist der Gefangene hier? Warum ist der Gefangene hier? Wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt. Aber Riley meinte, er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten. Also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schmoren. Ich habe gehört, du verkaufst Kleidung. Ich habe gehört, du verkaufst Kleidung. Sagt wer? Petro sagt sowas. Lago hat gesagt, du hast seine Sachen. Nö, das erste. Petro sagte sowas. Kann schon sein, dass ich was für dich habe. Wenn du willst, kannst du dir die Sachen ansehen. Jo, gerne. Zeig mir, was Zeig du hast. Zeig mir die Sachen. Altes Kopftuch. Ist es das vom Typi? Ich denke, ne? Altes Kopftuch. Klingenfest 2. Kugelsicher 2. Gold kosten 100. Aus Stoff. Es hat anscheinend schon so manchen Sturm hinter sich. Dann Lederhemd. Klingenfest 6, kugelsicher 5, Goldkosten 150, mit groben Zwirn wurde ein L hineingestickt. Das gehört wahrscheinlich auch dem guten Lago. Altes Hemd, Klingenfest 3, kugelsicher 3, Goldkosten 75. Dieses Hemd hat schon bessere Tage gesehen. Und eine bunte Hose. Klingenfest 2, kugelsicher 2, Goldkosten 150. Eine gestreifte Stoffhose, sehr beliebt bei Matrosen aus aller Welt. Jetzt wäre es gut, das hier zu kaufen für ihn und das hier zu kaufen für uns. Eigentlich. Ich kaufe das mal. 510 noch. Das Lederhemd ist sicher nicht verkehrt, ganz ehrlich gesagt. Es hat alles sauteuer. Was könnten wir denn verkaufen? Ich habe zum Beispiel komplett vergessen, ob es irgendwann mal... Aber ich glaube, mehr wert als wieso ist es noch... Wird es wahrscheinlich nicht, ne? Immerhin ist sie 50 wert, das ist schon mal was, oder? Der leuchtende Fühler, der Sandteufel. Keine Ahnung, ob man daraus alchemietechnisch was basteln kann. Ich denke nicht, oder? Machen wir so. Dann kaufen wir eben noch das hier. Und schweren Herzens das hier. So. Machen wir so. Dann können wir, wenn es passt, wenn wir noch was übrig haben, ich will nicht unter 500 fallen, dann können wir ja noch eventuell, ja, und so, noch die Hose kaufen. Ja. Irgendwie das mit Dieb und so. Scheint nicht wirklich hinzuhauen. So, anziehen. Wäre nicht schlecht. Ausrüstung, Kopf. Nein, ich bin noch kein Pirat. Das hier? Oh, steht ihm gar nicht so schlecht, oder? Dann Körper. Schaut echt nicht so schlecht aus, oder? Aber das schaut irgendwie besser aus, farblich. Wobei, wäre eigentlich wurscht, ne? Nehmen wir mal das dabei. Oder nehmen wir lieber das, wegen dem L, dem eingravierten. Nicht, dass da noch jemand da Zustände kriegt, ne? Füße und so, da haben wir noch nichts. Ohrring, nein. Amulett, nein. Und Finger bleibt so, wie der ist. Jo.
Ich hoffe, das klappt so. So. Für den Fall, dass Lago sein Hemd wieder haben möchte. Wenn er mal, ja, sollte er mal freikommen oder so, dann haben wir es eben. So. So, aber jetzt darf ich, ne? Hallo. Na, das sieht ja schon besser aus. Du kannst jetzt mit die Fuego sprechen. Vielen Dank. Ich wollte ja eigentlich ausrauben, aber da muss ich warten, bis ihr pennt. Wie ich sehe, bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. In Leutnant Roquefort's Bericht hörte sich das nicht so an. Ach, hören Sie mir auf mit Roquefort. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch tatsächlich vorgeschlagen, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. Der Hohe Rat hätte niemals... Der Hohe Rat hat mir das Kommando übertragen. Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit habe ich angeordnet, ihr Schiff mit Wasser und Proviant auszurüsten, damit sie möglichst bald weiterfahren können. Wollen Sie an diesem Ablauf etwas ändern? Ich warte auf dem Schiff. Nicht so klasse, ha? Was für ein Scheißtag. Wohin fährst du jetzt? Wohin fährst du jetzt? Sobald wir unsere Vorräte an Bord haben, fahren wir zurück zur Schwertküste. Alle paar Monate fahren wir Caldera und Takarigua an, um neue Männer mitzunehmen und Sklaven abzuliefern. Ich hoffe, unser Stützpunkt steht noch. Du machst dir Sorgen um den Stützpunkt an der Schwertküste? Du machst dir Sorgen um den Stützpunkt an der Schwertküste? Bisher sind nur wenige Männer und Frauen dort. Wir haben ein kleines Gebiet an der Ostküste gesichert und konnten es bis jetzt erfolgreich gegen die Wilden verteidigen. Der ganze Dschungel ist voll von denen. Wenn wir welche fangen, bringen wir sie als Sklaven hierher. Unsere Waffen sind ihren überlegen, aber sie benutzen schwarze Magie. Da muss man mit allem rechnen. Ihr bereitet die Evakuierung Calderas vor, richtig? Nicht nur das. Die alte Welt wurde durch den Krieg der Titanenlords fast völlig zerstört. Sie haben die Magie der alten Tempel benutzt, um ihre Titanen zu beschwören. In der neuen Welt gibt es auch solche Tempel. Einer davon steht an der Schwertküste. Wir sind da, um den Tempel zu beobachten und zu verhindern, dass jemand seine magische Macht entfesselt. Sonst sieht es in Arborea auch bald so aus wie auf dem nördlichen Kontinent. Und du, komischer Schnöselfuzzi, was ist mit dir? Was kann ich für dich tun, Bursche? Ich habe eine Karte... Ich brauche eine Karte der Insel. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Ist ja klar. Dann gib mir die Karte. Wo habe ich sie denn? Ah, hier. Ich hoffe, sie wird dir gute Dienste leisten. Das hoffe ich auch. Roquefort, ne? So spricht man das aus. Roquefort hat mich beauftragt, den Piraten einen Brief zu überbringen. Roquefort hat mich beauftragt, den Piraten einen Brief zu überbringen. Dann hast du den Brief bei dir? Ja. Zeig ihn her. Schön. Er ist noch versiegelt. Und das bleibt er auch, bis er seinen Empfänger erreicht hat. Wir verstehen uns. Absolut. Ich brauche Ausrüstung, bitte. Ich brauche Ausrüstung. Ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen, die ich für den Fall bereithalte, dass hier Gäste eintreffen. Ich fürchte, das meiste davon wirst du dir nicht leisten können. Ja, das fürchte ich auch. Ich hörte, es sind Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven klingt so unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Arborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter.
Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ich bringe die Wilden zur Strecke. Jagen deine Soldaten die Wilden nicht umsonst? Wie hoch ist das Kopfgeld? Davon will ich nichts wissen. Jagen deine Soldaten die Wilden nicht Jagen umsonst? Jagen deine Soldaten die Wilden nicht umsonst? Wenn ich Rockford mit seinen Männern losschicke, patrouilliert er ein wenig am Rand des Dschungels herum und kommt dann wieder zurück. Keiner seiner Männer traut sich in den Dschungel. Und was soll ich tun? Etwa selbst gehen? Jo, wäre nicht schlecht. Wie hoch ist das Kopfgeld? Wie hoch ist das Kopfgeld? Es sind 3 von diesen Wilden. Pro Kopf zahle ich 100 Goldstücke. Toll. Sehr mager. Vielleicht ist das Kopfgeld zu niedrig. Was willst du damit sagen? Für 200 Goldstücke pro Kopf sollte sich jemand finden, der sich um die Sache kümmert. Für 200 Goldstücke pro Kopf sollte sich jemand finden, der sich um die Sache kümmert. Und dieser jemand bist du? Vielleicht. Ich bring die Wilden zur Strecke. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. Für 600 Goldstücke erwarte ich aber auch, dass du mir alle 3 Köpfe bringst. Aha, natürlich. Zeig mir dein Angebot. Du Schnösel. Seidenhemd, ja, natürlich. Sicher, edle Weste, schwarze Hose. Perlenohrring. 5+5? Habe ich das gerade richtig gelesen? Muss ich leider kaufen. Geht nicht anders. So, gute Schuhe. Verkaufen. Haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Irgendein Blunderwerk? Die Dinger eigentlich nur, ne? Die Leuchtkugeln. Ich hoffe, die braucht man nicht. Ich hoffe es wirklich. Soll er haben, den Dreck. So, jetzt haben wir eine ganz pleite. Dankeschön und auf Wiedersehen. So, Ohrringelein. Perlenohrring. Jetzt haben wir nämlich genügend Silberzunge, dass wir die gute Patty überreden können, den Haushalt zu machen. Also, nochmal wegen der Sache mit der Küche. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Ja, pass auf, ich habe eine Idee. Ach ja. Wir brauchen Proviant. Und? Und du bist in der Küche. Bin ich nicht? Ich meine, wenn du in der Küche wärst. Dann? Dann könntest du uns ein paar Rationen abzweigen. Und vielleicht noch ein paar Flaschen Rum. Niemand wird das merken. Das war dein Plan? Ja. Von Anfang an? Ja. Ja. Der Plan ist gut. Sag dem Koch Bescheid. Ich bin dabei. Was soll denn das heißen? War das von Anfang an dein Plan? Alter, ja. Ich habe meine hellen Momente. Unhöfliches Balk. So. Ja. Gut. Dann sind wir uns ja einig. Ich dachte, da liegt was. Dabei war das nur eine optische Täuschelung. So, Herr Koch. Nochmal wegen der Arbeit. Und? Habt ihr euch anders entschieden? Ja, Patty wird dir helfen. Sehr schön. Sie kann direkt anfangen. Und du kannst den Wachen auf den Feldern ihren Grog bringen. Sprich mit Jill. Du findest ihn beim kleinen Haus am Ende des Tals. Los, ab mit dir. Jawohl. Danke, Patty. Patty kann das. Ich will gern schlafen gehen, ehrlich. Also, ich kriege ein bisschen am Zahnfleisch daher. So, Spielstand speichern wäre auch nicht schlecht. Das hier hin und speichern und ja. Gut. So. Dann gehen wir halt zu den Feldern. Hurra! Yippie! So. Läuft ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Finde ich. Vielleicht hätte ich auch den zweiten kaufen sollen. Da ist ein Wildschwein. Ich hätte halt so gern geschlafen, ne? Ich lasse das Wildschwein mal kurz am Leben und hoffe, dass ich da unten irgendwo zu einem
zu einer Schlafmöglichkeit gelange. Das wird jetzt wirklich äußerst angenehm. Äußerst angenehm. Ui, Truthahn. Entschuldigung, aber es dient einem höheren Zweck. So. Bauen die hier Mais an? Na, nicht Mais. Mais nicht. Zucker. Dings. Die tun mir leid, die Leute, ey. Das war leider früher so. Zum Teil, naja. Man könnte es jetzt sagen, es ist auch heute noch irgendwie so, ne? Riley. Nettes Kopftuch. Nettes Kopftuch. Ja, wenn einen den ganzen Tag die Sonne auf die Rübe knallt, braucht man sowas. Außerdem erkennt man an dem roten Kopftuch direkt, wer hier auf den Feldern das Sagen hat. Mhm. Stimmt. Wer denn? Na dann, gib mal her das Ding. Es gibt das auch für Männer. Boah. Boah. Wir haben gespeichert eigentlich, ne? Wer denn? Wer denn? Du dämlicher Mistkerl. Ka, raka. Ah! Au! Da, raka, raka. Wow. Au. Ich hätte was trinken sollen. Ich hätte was trinken sollen. Raka, raka. So. Wow. Schlag zu. Wow. 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 Ich sollte ja, ne? Wegen Kopftuch und so. Wow. Wow. Jawohl, ich glaube, wir haben besiegt. Cool. Geilo. Cool. Schön. Na du? Was? Hast du jetzt noch was zu sagen? Nein. Dann brauchst du auch kein Kopftuch mehr. Yes, wir haben das Kopftuch. Supi, 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 supi. Ha, voll cool. Okay, ein Grog, zwei Grog habe ich leider verbraucht. Es tut mir leid. Aber mit der Probi-Dingsbums, Dings da, ja, das wäre nix und so gewesen. Ich speichere das mal. Gut. Gut, ich bin entzückt. Kann ich hier den Apfel stibitzen? Die Fackel stibitzen? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, da müssen wir nochmal her dann. Hallo. Freu dich, es gibt Grog. Freu dich, es gibt Grog. Hat der dicke Faulpelz wieder einen Laufburschen gefunden? Solange er gut dafür bezahlt. Gib schon her. Hör mal, wo du gerade da bist, kannst du doch Tompkins Bescheid sagen. Er ist direkt hinter der Hütte im Wald und jagt Warzenschweine. Sag ihm, es gibt Grog. Alles klar. Was machst, was? Das machst du mal schön selbst. Was? Nö, nö. Kein Problem. Danke. Ich kann ihn nämlich nicht weg. Muss auf das Lager aufpassen. Mhm. Was ist in was der Hütte? Was ist in der Hütte? Da drin lagern wir das Zuckerrohr, das die Arbeiter ernten. Naja, was noch davon übrig ist. Ist nämlich eine Menge weggekommen. Schätze, das waren die Piraten. Wozu sollen die Piraten Zuckerrohr stehlen? Wozu sollten die Piraten Zuckerrohr stehlen? Na wozu wohl? Zum Rumbrennen natürlich. Nachdem wir hier die Kolonie aufgebaut hatten, haben sie sich im Osten niedergelassen. Schätze, sie haben sich gedacht, oh, da gibt es Zuckerrohrfelder, wie praktisch. Da können wir uns ja bedienen. Aber ich werde aufpassen. Hier klaut keiner mehr was. Tja, dann haben sie Pech gehabt. Sonst lagert ihr nichts Sonst hier? Lagert ihr nichts hier? Nur ein bisschen Ausrüstung. Fackeln, Werkzeug und so. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Wa-
Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Natürlich. Sand hätte er, das Schönes. Das kostet nichts. Unverkäuflich, okay. Offiziersring. Stichwaffen plus 5, Pistole plus 5, 250 kostet der Dreck. Fackelknochensäge. Wird benutzt, um Gliedmaßen oder Klauen abzutrennen. Das wäre natürlich schön. Die nehmen wir gleich mit. Die können wir sicher gut brauchen. Und ein paar Fackeln wären sicher auch nicht schlecht. Ich denke mal, drei Stück, nehmen wir zwei Stück mit. Eine Fackel haben wir schon. Hätte man noch irgendwas anzubieten, verkaufsmäßig? Ich glaube nicht, ne? Ach so, diese Nuss, diese Gaganuss kann man werfen. Ach so, na toll. Macht sogar 10 Schaden und besteht eine Chance auf K.O., wenn ich was treffen tut, ne? Tun würde. Talent schmutzige Tricks. Okay, Reichweite 8 Schritte. Goldwert 5, härter als Stein. Viel härter als Stein. Betonung auf viel. Okay, wir haben sonst nichts. Ich danke dir. Tschü. Ich verbrauche zu viel Geld, glaube ich. Aber diese Knochensäge ist mir sogar wert, weil wenn man jetzt dann ja, die gewissen Viecherleins dazu besiegen, haben wir nämlich schon was zum Verkaufen. Siehst Hallo, du das Tompkins. Da hinten? Das ist ein kapitales Warzenschwein. Wenn du in der Wildnis unterwegs bist, sind sie die optimale Nahrungsquelle. Vorausgesetzt, du weißt, wie man sie am besten zur Strecke bringt. Ja. Was ist die beste Methode, um Warzenschweine zu jagen? Was ist die beste Methode, um Warzenschweine zu jagen? Zuerst musst du sie wütend machen. Das ist der einfache Teil. Sie werden wütend, wenn der Wind weht. Wenn sie angestürmt kommen, weichst du aus. Im Ernst. Renn! Du darfst nicht zögern. Wenn sie an dir vorbeigestürmt sind, kannst du versuchen, sie anzugreifen. Noch besser geht's natürlich mit einer Flinte. Okay. Warum jagen wir nicht gemeinsam? Warum jagen wir nicht gemeinsam? Ich habe schon genug Fleisch für heute. Aber wenn du willst, helfe ich dir. Wir können von vornherein gemeinsam loslegen. Oder du probierst es zuerst alleine und ich helfe mit, wenn du nicht klarkommst. Ja, ich will es zuerst allein probieren. Na, ich will es zuerst alleine probieren. Okay, ich bleib hier. Wenn du nicht klarkommst, läufst du einfach in meine Richtung. Jo, wegen dem Lernen und so, ne? Der ist auch ganz schön angeschlagen eigentlich, ne? Zumindest wirkt das so. Warum ist hier die einzige Stelle hell und das ist gar kein Feuer? Ich dachte, hier wäre ein Feuer, ne? Dass ich könnte, eventuell, dass ich könnte tun, was zu essen machen. Ich würde gern schlafen. Irgendwo ist denn hier nirgendwo ein Bett oder so. Wo schlafen denn die Arbeiter? Haben die hier nirgendwo was am Boden zum Liegen? Irgendeine Matratze oder so? Äffchens! Ja, hallo! Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Erfahrungspunkte und so. Aber es sind niedliche Viecher. So. Maki-Beere haben wir hier. Eine Höhle. Ich will da nicht rein. Das ist sicher ungesund. Oder? Ich speichere mal. Ist der Part... Der Part ist auch schon wieder gleich zu Ende tut sein. So. Ach du Heilige. Ich glaube fast, dass das hier nicht... Da krebs was rum, ne? Das ist sicher nicht gesund, was ich hier mache. Ich wollte nur... Ich dachte... Wo schlafen denn die? Schlafen die einfach so am Boden? Wahrscheinlich, ne? Ich hatte gehofft gehabt, dass sie irgendwo so... Ja, die Lager... Also die Schlafplätze von diesen Leuten wären. Von den Arbeitern. Dass ich mir nur ganz kurz eine Matratze ausbauen könnte, zum nur kurz mal die Augen zu machen. Es wäre wirklich kurz. Da hätten wir auch eine Nuss wieder. So, was haben wir da oben? Es wird nämlich auch schon dunkel, weißt? Und ich wollte eigentlich, ja, wie gesagt,
Warzenschweine. Ich wollte halt einfach nur, ja, mich kurz ausruhen, wie gesagt. So, sind die Leute hier weg? Das Gold nehmen wir gerne mit. Ja. Keine Ahnung, dann sollte es vielleicht so klappen. Ich weiß es nicht. Vielleicht etwas... Ich will nichts essen. Die haben auch kein Bett. Naja. Naja, dann probieren wir es halt mal. Hallo, Herr Warzenschwein. Na los. Ja, so geht's auch. Okay. Okay, so geht's auch. So, laden. So geht's auch. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Oh ja. Yeah. Da hat er recht. Da hat er recht. Ja, okay. Zu wenig Leben.